Aufspar. Wir machen ihnen den Weg frei. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. So. Ist schon gut. Warte hier auf mich. Bitte bleib nicht lange weg. Oh. Gucken, was es hier oben noch gibt. Ich komme. Bist du deppert? Die Krypta! Los, kletter hoch! Ja! Ja! Dann geht dir die übelste Scheiße ab. Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja, wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Ja, lecker. Jetzt wird's richtig creepy. Was ist das da an den Wänden? Ich weiß es nicht. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Ist aber nett, dass die in ihrem Nest sowas hinlegen. Amicia, wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Und tschüss. Da drüben, Licht. Wir haben es geschafft. Wir sind da, Hugo. Nein! Lauf, Hugo! Lauf! Geschafft. 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 Tu mal nicht so. Amicia, ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Die Musik macht's echt nicht besser. Das ist schon heftig traurig mit der Musikuntermalung. Ja, der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Sieht schon geil aus, das Game, Leute, ohne Witz. Hat schon echt eine bombastische Grafik, das Spiel. Fällt mir gut. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Schmeiß ich jetzt ins Wasser. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Saß hier nicht gerade noch jemand? Wo willst du denn hin? Hä? Da, Luftblasen. Sieh mal die Blasen. Ja, Hugo. Was ist das?
Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Bekifft, meint er. Komm, hüpf rein. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Ja, nochmal ein bisschen, ja, auf den Gedärmen rumtrampeln, ja. Mhm, ja, ist schön. Huckalo! Und da ich nie Bücher gelesen habe. Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Amicia, guck mal, diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was soll der Lärm? Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Dann warten wir den anderen Barrikaden. Ja, wir müssen hier weg. Was ist jetzt? Hat sich was bewegt? Hier, Eindringlinge! Lol, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen, den Typen. Den habe ich aber auch nicht mitgekriegt. Gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Will ihn leben. Der Hauptmann der Purponengarde will ihn leben? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Ich hab da drüben was gehört. Weiter. Langsam. Na gut, kein Mucks. Ich würde ja jetzt nicht behaupten, dass die Stroh doof waren oder so, ne? Die sind doch. Also, wenn mir einer da irgendwo ein Beutel, so ein Keramikding hinschmeißt, würde ich natürlich auch dreimal gucken gehen und fragen und so auf den Boden gucken. Hm. Schweinerei. Guckt er in unsere Richtung? Nee, ne? Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Es geht ab, Schweine. Das Spiel sagt nein. Genau so, nicht anders. Oh, ein Trüll. Muss ich den jetzt erst ablenken, oder? Was ist das, wenn ich den da so drüber werfe? Oh, sie sind überall. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ja, wenn du weiter dieses schrille Fiepsen hast, meiner gleich auch. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Drogen. Die macht ja wohl voll die Verrenkung. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß.
Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Es läuft mir in die Schuhe. Hallo. Das darf doch nicht wahr sein. Alter Schwede. Alter Vater und tschüss. Beruhige dich. Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Alter Vater. Oh nein! Wenn es Nacht wird, kommen sie raus. Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Alles ist gut, solange du wild bist. Alles ist gut, solange du wild bist. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. Ah, wen? Das war knapp. Jetzt? Okay. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Hat funktioniert, ja? Nein, du darfst keine Tipps geben. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Nee, ich will halt auch nicht gespoilert werden oder so. Wenn ich mal ganz und gar nicht weiterkomme, dann frage ich schon. Keine Sorge, Leute. So. Lasset mich dich schieben. Dorthin, wo ich dich brauche. Hilf mir beim Schieben. Na gut. Komm schon. Aber jetzt mal so eine Frage nebenbei. Warum haben Sie die? Ihr habt ja gerade rumherum geguckt, ne? Wo kommen so viele Kühe her? Das müssen ja Tausende sein. Guckt euch das mal an, Schweine und Kühe. Das sind nicht nur Kühe, okay, das sind alles Schweine und so, okay. Da unten, das sind, da unten waren aber Kühe, oder? Aber selbst Schweine, what the fuck? Guckt euch das mal an. Der ist so schwer. Ich nicht. Ja, Ratten, okay, die, das sind so, ne, aber... Guck dir die Schweine an. What the heck? Gar nicht übertrieben oder so. Wir werden jetzt gleich mal eine kurze PPP einlegen. Geschafft. Wir haben es geschafft. Hallo, Laurentius. Das ist aber auch komisch, ne? Dass die hier nur drüber klettern und so. Eben. Oh, du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Hugo. Hugo. Und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Huckelo-Ibims. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten... ihn. Ein Übel, ein altes Übel, fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber
Seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition hier. Jedoch, sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Are you a wizard? Was sollen wir jetzt tun? Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir? Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. So ist es gut. Und gut, Herr, es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Ja. Ich werde absperren. Wie? Junge. So. Jetzt. Da ist eine Leiter auf der Seite. Genau. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? In die Leiter hochzuheben. Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Das war so kein Ton auf dem Tablet. Okay. Du zuerst. Ah, das Licht. Ja. Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Nein, Amicia, was machst du da? Ich bin hier im Leichtgebiet. Ansehen. Es lebt doch noch. Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo. Es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier rüber. Armes Schweinchen. Ganz trocken. Armes Schweinchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam. Es ist nicht gefährlich. Na gut. So, es ist... Oh, Ratten! Oh nein!
Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, 'cause I like to...